Wenn Sie unseren Kurs in der Reihenfolge der Kapitel durchgearbeitet haben, dann sind Sie jetzt fast am Ende angelangt. Es ist allerdings nicht wirklich ein Schluss. Wir stellen Ihnen in diesem Kapitel nämlich zahlreiche Möglichkeiten zum Vertiefen, zum Stöbern und zum Nachschlagen rund um das Thema Open Educational Resources vor. Dieser Kurs trägt ja den Titel Einführung für Lehrkräfte und eine Einführung ist ja in der Regel der Beginn und nicht das Ende der Beschäftigung mit einem Thema. Aus meinen persönlichen Erfahrungen mit OER kann ich Ihnen berichten, dass das Thema sich sehr gut zum Learning while doing eignet, also zu einer Verbindung von Selbstmachen und dabei dann Schritt für Schritt mehr Expertise entwickeln. Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen hier sehr viele Anlaufstellen, die Sie nach dieser Einführung nutzen können, sowohl für das praktische Handeln als auch für das weitere Lernen. Ich empfehle Ihnen beides, und zwar gleichzeitig. Arbeiten Sie konkret mit OER und haben Sie dabei im Hinterkopf zumindest eine grobe Ahnung, wo Sie weitere Unterstützung finden, wenn sich bei der konkreten Arbeit konkrete Fragen auftun. Ein riesiger Vorteil des Themas OER liegt darin, dass die Akteure in diesem Feld tendenziell sehr offen dabei sind, ihr Wissen und ihre Materialien zu teilen. Für die praktische Ebene heißt das, dass Sie auf viele Materialien zugreifen können, und zwar frei und offen für Ihre eigene Arbeit. Und für die Ebene des weiteren Lernens zum Thema müssen Sie nicht etwa abwarten, bis eine neue Fortbildung startet oder bis Sie das Geld für ein Weiterbildungsangebot investieren können. Im Gegenteil, es gibt zahlreiche Lernmöglichkeiten, die jederzeit und kostenlos zur Verfügung stehen, eben offen. Und das ist noch nicht alles, denn die Akteure im Feld OER leben diese Kultur des Teilens recht aktiv. Wir nennen Ihnen daher noch Möglichkeiten, wie und wo Sie sich mit anderen austauschen und miteinander und voneinander lernen können. Am Anfang dieses letzten Kapitels steht ein Video, in dem ich Ihnen 10 Empfehlungen zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema OER in einem Kurzvortrag vorstelle. Darunter finden Sie dann auf der Textebene eine Sammlung von Links. Bitte erschrecken Sie nicht, falls Sie sich denken, dass das jetzt aber wirklich viel sei. Es ist viel, aber es geht keineswegs darum, dass Sie das alles kennen müssten, um die notwendige OER-Expertise aufzubauen. Im Gegenteil, die Sammlung ist eher ein Buffet von Materialien und Lernangeboten, in dem Sie stöbern und das auswählen können, was zu Ihrem konkreten Bedarf passt. Los geht's!